Hallo, meine allerliebsten Freunde. Ja, mein Geschenk an euch allen ist mein Channeling. Und das heißt, ich gehe wieder in Kontakt mit der Quelle und schauen wir mal, welche Botschaft mir überbracht werden. Das heißt dann, durch mich wird dann gesprochen und ich gebe euch dann diese Information weiter. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Ingrid Lorenz und ich bin von klein auf medial. Und dann diese Gaben auch zu meinem Beruf gemacht. Also ich coache und mache allerhand Tätigkeiten im medialen Bereich, im Bereich der Transformation und begleite, helfe, wer möchte. Upsala. Dann wieder ein bisschen. So, ja, und jetzt gehen wir mal schauen, was da so Schönes runterkommt. Ich sitze gerade da neben meinem netten Kamin und ganz fein und gemütlich. Wir dürfen ja wieder mal nicht raus. Ja, und jetzt gehen wir schauen. Ich gehe jetzt in Verbindung. Ich habe davor schon meinen Kanal gereinigt und jetzt gehen wir mal abwarten, was für euch runterkommt. Und was auch noch zu sagen ist, ich danke vor allem auch der ganzen Organisation, alles was da dahinter steht. Und es ist so, wenn man etwas vom Herzen macht, dann fließt eigentlich alles von alleine. Meine Lieben, meine Allerliebsten, ihr seid ja alle zusammengekommen in diesen wunderbaren Vereinigung, die Vereinigung des Lichts, die Vereinigung des Seins, des Menschseins, so wie es wirklich sein sollte und wie es wahrhaftig ist. Viele von euch verstehen noch nicht ganz diesen Sinn des Menschseins. Jedoch seid ihr auf dem besten Weg und ihr spürt auch, dass vieles nicht stimmig ist von dem, was gerade geschieht oder was ihr auch im Leben bis jetzt gelebt habt. Dies ist auch ein Grund, warum wir uns hier jetzt gefunden haben, wir alle gemeinsam, du, ich, und wir alle, denn wir wollen alle eins. Wir sind mit unserem Herzen tief verbunden. Und zu diesem Herzen, zu diesem Ursprung, dürfen wir jetzt in einigen Wochen wieder wirklich einkehren. Das kosmische Zeitalter hat nun begonnen. Und in diesem Sinne wird es kosmisch sein. Kosmisch, der Kosmos, was bedeutet das? Der Kosmos ist weiß, ist klar, ist hell. Kosmisch ist rechnerisch. Kosmisch ist Sicherheit, ist Schutz, ich weiß, Gesundheit. Kosmisch ist das, was auch mit Geometrie zu tun hat. Und kosmisch ist von oben. Und von oben haben wir das Sein des, wie wir es nennen, Männlichen und des Weiblichen. Wir sprechen von beiden zusammen und das werden wir jetzt wieder auch in uns mehrfach erkennen dürfen. Denn wir sind alles in einem. Wir sind männlich, wir sind weiblich, wir sind kindlich, die Dreifaltigkeit. Wir sind alles gemeinsam
auch wenn es im Außen noch sehr turbulent ist und wir noch für einige Zeit durchhalten müssen, dürfen wir trotzdem diesen Weg nun ergehen, diesen Weg der wahren Erkenntnis, das alles loszulassen, was nicht mehr wahrhaftig für uns da ist und nicht mehr zu uns passt. Alles darf gehen, gar alles. Und in diesem Loslassen, auch wenn es oft schmerzhaft ist und vielleicht nicht immer leicht verständlich, aber wir gehen durch diese Ängste dann durch und parallel wird es dann eine Befreiung sein. Diese Befreiung ist dann so, wie wenn wir uns dann wiederfinden. Du wirst dich wiederfinden, du in dir, in dem, was du wirklich bist. Darum bist du jetzt zu Hause, aber hier zu Hause. Und glaube an dich und das, was du wirklich bist. Es wird alles gut werden. Und es wird uns noch in diesem Sein sehr viel gegeben werden. Die Tore sind bereits alle geöffnet. Alle Tore sind geöffnet. Wir sind nun im 8. Jahr und es beginnt 2021 im neuen Jahr. In diesem Sinne werden unsere Augen und unsere Herzen mehr sehen und mehr fühlen, als wir jemals wahrgenommen haben. Und wir werden uns vereinen und erkennen, was der wahre Wert ist, der uns Menschen, das unser Sein ausmacht. Und es geht nicht mehr um das Materielle. Es geht nicht mehr um das, was jemand hat oder nicht hat. Es geht einfach nur mehr um das Sein, um das Menschsein. So wie unser Verein, so wie unser Sein heißt. Und genau dieser Name wird dann auch wieder erleuchten. Das heißt, der Mensch in sich im Kreise der Erleuchtung, im Illumina Circle. Ich bin dafür sehr dankbar, denn es ist nicht nur in diesem kleinen Sein. Nein, es ist weltweit eine riesengroße Leuchtung wird hier sein. Und wir werden, ihr werdet, wir alle, die es wünschen, alle leuchten mit unseren Kindern. Und auch wenn wir noch durch diese Ängste gehen, denn jeder hat seine Angst und jeder fühlt sich irgendwo in bestimmten Momenten wieder alleine und bedrängt und hilflos. Jedoch die Hilfe ist dir gegeben. Warte aber nicht, dass die Hilfe von außen kommt. Erkenne deine wahren inneren Kräfte. Erkenne dich selbst. Erkenne den Mensch in dir. Erkenne das, wovon du jahrelang die Augen geschlossen hieltst. Sie wurden dir geschlossen. Nun darfst du sie wieder öffnen, denn du wirst dann hinaufsteigen in das, wo du hin möchtest. Entschuldigung, jetzt habe ich Momentele den Faden verloren. Bitte wieder um die Reinigung. Ja. Gut. Es ist wieder da, es ist wieder rein, es ist wieder alles da. Also nochmals, wir werden dann alle aufsteigen in diesem göttlichen Sein, in dem Einssein, in diesem wunderbaren Licht. Und in dieser Erkenntnis werden wir dann sein und leben dürfen. Wir, die Menschheit. Und jene, die es nicht wünschen, die werden ihren eigenen Weg gehen. Es hat jeder den freien Willen und seine eigene Entscheidung. Das ist wichtig zu verstehen. Denn auch diese Menschen, die
uns einen anderen Weg zeigen, denen dürfen wir nun dankbar sein. Denn in dieser Dankbarkeit erkennen wir, wer wir wirklich sind. Denn wir waren auch einst in anderen Leben, in anderen Zeiten, mit unserem Karma, in einer anderen Form da. Es war nicht immer so, dass wir in dieser Erleuchtung waren. Nein, auch wir waren in diesem dunklen Sein. Und das dürfen wir jetzt wieder zum Leuchten bringen. Das, was im Außen geschieht, zeigt uns nur das, was wir hier noch drin haben, was noch nicht ganz rein ist. Darum lassen wir es kosmisch werden. Lass los deine Ängste, geh hindurch, fürchte dich nicht, schau es dir an, sei dankbar, dass es dir so gezeigt wird. Danke an euch, danke an alle, die ihr mitwirkt, danke an alle. Ich bin wieder ganz emotional da. Oh, bitte nicht wieder weinen. Ja, mir kommen dann immer wieder die Tränen. Ja, das ist jetzt das Channeling für euch. Vielleicht macht es euch Freude und Zuversicht. Und wenn es ihr wünscht, dann mache ich öfter eines für euch. Für ein Menschsein, für Illumina Circle. Okay. Und weil ihr findet auch noch andere Channelings auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, wir hören uns. Ich bin fest dabei. Ich liebe euch. Danke, dass es euch gibt. Bis bald, eure Ingrid Lorenz.